So, da sind wir wieder. Tag 9. Es geht weiter. Folge 21. Kurze Zusammenfassung dieser Spielerfahrung bisher. Ne, 20 Folgen haben wir voll gemacht. Wir haben gemerkt, wir müssen uns um Ernährung bzw. Hydration kümmern. Wir haben gelernt, Schlangen sind giftig. Wir haben jetzt in diesem Anlauf dort vorne, sehen wir es gerade sehr schön, das Containerschiff gefunden. Sind aktuell als Frau unterwegs, probieren uns dort mal. Anfangs sind wir als Nomaden unterwegs gewesen. Jetzt haben wir quasi einen Ausweg, potenziellen. 5 vor 11, ist okay. Potenziellen Ausweg dort drüben mit einem Flugzeug. Das heißt, wir werden jetzt hier vorne nach und nach ein bisschen was bauen. Das dauert mir irgendwie zu lang. Ja. Das Rohleder machen wir nochmal hier neben irgendwie eine Kiste rein. Irgendwo. Rohleder zu. Leder. Mittleres Wildschweinfleisch. Ja, bevor es schlecht wird, sollten wir vielleicht mal den Hoboofen anzünden. Ja, ich finde das schön. Jetzt können wir da auch irgendwie was drauf machen, oder ist da nur Deko? Halt zum Anbringen. Wow. Das ist ja amazing. Probieren wir das nochmal. Das heißt, ich muss jetzt trotzdem. Also der Hoboofen, der bringt mir gar nichts. Sehe ich das richtig? Also es sieht ja so klar aus wie so ein Grill, aber irgendwie möchte es nicht, ne? Ganz schwierig jetzt an das Fleisch wieder ranzukommen. Ja gut, dann scheiße ist das. Gefällt mir nicht. 1, 2, Palmhähne, Palmhähne, 1, achso. Ja. Ne, da bin ich ehrlich, das gefällt mir nicht. Das sagt mir nicht zu. Ich meine, das sieht nett aus, ne? Aber so Effekt ist halt gleich null. Also. Nee, ich glaube dabei, das überzeugt mich nicht. Die machen wir mal da rein, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Die zwei Bäume, die wir eh gefällt haben, noch weg. Und dann geht's an die Wracks. Dann ist es auch von dem Licht soweit, denke ich, in Ordnung. Platz haben wir noch im Inventar, perfekt. 1, 2, 3, 4 und das letzte. Stapel. Jetzt haben wir 30 Stück. Gut. Speer haben wir. Hammer, Hammer. Hammer, Hammer. Pflanzenbeet. Ist aber noch nicht fertig anscheinend, auch wenn es so aussieht. Okay, dann gehen wir mal weiter.
das Große quasi. Das große Schiff. Container, Fackel haben wir noch nicht so viele. Das nehmen wir mal ganz mit. Und dann gucken wir mal hier mit dem Container, ob wir den vielleicht auseinandernehmen können irgendwie. Können wir. Cool. Beschriftungsgerät nehmen wir noch mal mit. Das nehmen wir auch mit. Also könnten wir das auch eigentlich so mitnehmen. Ja. Die See wird unruhig. So viel zum Thema. Da können wir in Ruhe mal schauen. Mit Sauerstoff nehmen wir mit, das haben wir dann genug. Nehmen wir mit, da ist nichts mehr. Schnell wieder hoch, bevor wir am Ende noch ersticken. Ist da irgendwas drin im Container vielleicht? Wenn ich hier mit einer 25% Haltbarkeit, einer groben Axt, da drauf hämmer, wie so ein Irrer, wird das doch garantiert nicht gut ausgehen. Andere Idee. Neun Tage überlebt. Könnte fertig sein, wenn man es denn bekommt. Wir haben viel Zeug. Eins, zwei, die Spitzhacke, Beschriftungsgerät, das ist nicht dort drin. Brauchen wir die nicht. Die Spitzhacke da rein. Leder haben wir, das haben wir. Ich nehme euch mit, was jetzt meine Gedanken sind, Gedanken waren. So, machen wir mal so zwei, drei Müllcontainer quasi. Ich möchte jetzt mit der Axt quasi das Ganze so weit runter machen. Mit dem Container, mit der Containerwand, bis sie eine Haltbarkeit von, naja, so knapp 5% hat. Mal gucken, wie schnell das geht mit den Schlägen, wie schnell das runtergeht, und dann ab, nehmen wir noch hier den Stein mit, den wir ja sowieso schon
aus Versehen vorbereitet haben. Wäre echt gut, wenn wir da jetzt rankommen würden, ne? Das ärgert mich. Das dann immer mit. Jetzt müssen wir dann tatsächlich vielleicht nochmal so einen Räucherofen bauen. Irgendwo anders hin. Das heißt, wir brauchen wieder Steine, wir brauchen wieder dies, wir brauchen wieder jenes. Das ist nicht so gut. Nicht so cool. Aber gut, was sollen wir machen? Wir können uns jetzt auf der einen Seite darüber aufregen, beschweren und unseren Unmut äußern. Oder wir sagen, jo, ist halt so. 25,2. Also 0,4 geht's runter. Dann können wir erstmal ein bisschen drauf kloppen. Okay. Die Containerwand kriegen wir auf jeden Fall raus. Dieses Auf und Ab ist halt das Meer, ne? 16,1. Zack. Und das Ding können wir jetzt ziehen. Jawohl. Ich weiß noch nicht, ob wir das wirklich nutzen wollen, aber dann haben wir hier schon mal ein Panel von einem Container. Hm? Ist doch was Feines. Legen wir mal hier hin. Das klingt jetzt vielleicht blöd, aber ich werde jetzt einfach einen neuen Ofen bauen. Weil das ist irgendwie Quatsch. Okay, davon haben wir schon 4 Stück. Dann kommt die Fackel da noch mit rein. Das können wir ja bestimmt irgendwie da abreißen. Am Ende. Wenn wir es wirklich nicht mehr brauchen sollten, oder? So, Fitness hoch, wunderbar. Da sind wir jetzt bei. Quasi Stufe 4. Also halt mal fest, Turboofen sieht cool aus, aber richtig nützlich ist er irgendwie nicht. Zumindest Stand bisher. Vielleicht kommt das ja noch. Wäre ja cool. Aber ich glaube es noch nicht so ganz. Gut. Die Wracks haben wir. Nehmen wir mit. Gucken wir mal, was hier noch so direkt um die Inseln gibt. Ich könnte, ja, Lehm im Meer zu finden, ist, glaube ich, nicht so gängig. Das sieht schon cool aus irgendwie. Oh, das sieht gefährlich aus. Ja, es ist schön, dass es nicht nur... Oh.
dass das nicht nur auf den Inseln designt ist, sondern auch so ein bisschen drumherum. Gut, anders wäre auch irgendwie komisch, aber finde ich trotzdem ganz schön. Tür geöffnet. Okay, wie auch immer ich jetzt hier hochgekommen bin. Und Reifen. Okay. Das nehmen wir mit, das bleibt da. Wenn ich jetzt einen Reifenunterbau haben möchte für mein Transportmittel, dann brauche ich zwei Reifen. Ansonsten brauche ich Reifen erstmal für nichts, glaube ich. Okay. Ich verstehe. Wir können uns theoretisch unseren eigenen Gyrokopter bauen, aber das Cockpit können wir dann entsprechend mit diesen Einheiten basteln. Das heißt, wir brauchen Elektroeinheit, wir brauchen Transportmittel, Treibstoff, Filtereinheit, Motoreinheit. Das haben wir ja, glaube ich, alles. Das ist nicht ordentlich gerendert da vorne. Genau. Also dann haben wir im Grunde jetzt hier die Wracks auch schon abgearbeitet. Ging ja doch schneller als gedacht. Aber gut. Machen wir es so. Beziehungsweise ist jetzt so. Daher alles gut. Da ist noch Platz drin. Hier auch noch die Fasern mitnehmen. Ja, ist einfach wieder da. Okay. Wir hatten das große Schwein, haben wir nicht mehr gesehen. Das kleine Schwein haben wir getötet und sind wir gerade am Braten. Oder gejagt, sagen wir es so. Getötet klingt so brutal. Auch wenn es wahr ist, aber. Vorne die jetzt. Ernten. Machen wir nur das Beet kaputt. Da können wir es. Schön. Nur die Frage, hat das was damit zu tun, wie nah das hier am Wasser ist, oder? Ja, wahrscheinlich, weil es. Die zwei brauchen noch ein bisschen. Das, ne?
Steinstapel. Dann können wir hier dann auch noch die Pistole einlagern, haben dann nochmal mehr Platz. Genau. Okay, haben wir alle. 6, 7. Der Tag neigt sich schon wieder dem Ende, ne? Es geht so schnell irgendwie und man kommt nicht so richtig zu dem, was man gerne alles machen würde. Jetzt sind die Bäume auch soweit. Schön. Haben wir nochmal 3 Schnüre mehr. So viel Schnüre habe ich noch nie auf einem Haufen gesehen. Das erste Mal, dass sich der Stapel richtig lohnt. Ich kann das nicht zerstören, wenn Gegenstände drin sind. Bedeutet das andersrum? Ich kann es zerstören, wenn keine Gegenstände drin sind? Das wäre nämlich schon wieder cool. Dann würde ich noch deutlich mehr Planken mitnehmen. Also deutlich mehr Holzkisten, ne? Und eine Schnur. Verrückt. Ja, mega. Wie gesagt, wir haben so viele Holzcontainer. Das ist ziemlich cool, wenn man das so machen kann. Dann können wir nämlich auch ein ordentliches Boot, ein ordentliches Fundament hier hinsetzen, ne? 18, 15. Ich habe das Gefühl, es wird immer früher dunkel. 3, 1, 2, 3. Das machen wir einfach mal. Was ist eigentlich jetzt verbraucht? Haltbarkeit 50%. Okay. Guck mal da irgendwie ran an das Fleisch. Wie gesagt, das sieht, ich finde, es sieht sehr cool aus, aber es bringt uns halt nichts so. Ja, im Grunde können wir anfangen, nochmal das Fundament zu setzen. Spricht jetzt, glaube ich, nichts dagegen erstmal. Hammer, Hammer. Was machen wir jetzt als Fundament? Machen wir direkt. Ja, wir machen erstmal einen Holzplanken. Fundament, weil irgendwie gefällt mir das besser. Das schmeißen wir noch mal kurz auf den Grill. Aber es bleibt frisch, das Fleisch, das ist gut.
Vielleicht bauen wir irgendwie noch so ein kleines Fundament mit so einem halben. Einfach so vier halbe Wände. Lagern da den ganzen Müll ein, den wir nicht brauchen, den wir irgendwie finden. Scheiße. Eben noch gesagt, darauf achten und dann auf upgraden. Gut, nicht gemacht. Quetschung haben wir jetzt. Wir haben keine Axt mehr. Das heißt, wir müssen erst eine neue Axt bauen. Dafür brauchen wir aber zwei. Mal dit. Eins, zwei. Eins, zwei. Dann können wir keine Axt herstellen. Ja, weil die Schnüre zu weit weg sind. Verstehe. Grobe Axt. Und dann machen wir direkt das Ganze einmal verfeinerte Axt. Noch besser geht's ja nicht. Genau. Ja. War ein bisschen dumm. Aber gut. Wir haben die Planke, wir haben alles, was wir wollen. Jetzt bauen wir erstmal ein Plankenfundament. Machen wir wieder relativ hoch. Hier vorne direkt hin. So halb ins Wasser rein. Gucken wir mal, wie das dann am Ende aussieht. Fertig. Hier unten drunter kommt der Müll hin. Das habe ich jetzt gerade beschlossen. So, machen wir jetzt. Was sind die hier? Halbe Wände. Die kann man nur auf ein Fundament setzen. Das ist blöd, das gefällt mir nicht. Gut, um ehrlich zu sein, ergibt das auch Sinn, dass man das nur so machen kann, aber trotzdem gefällt mir das nicht so richtig. Dann machen wir hier einmal. Das war die Erinnerung für meine Wäsche, dass die fertig ist. Falls ihr das gehört habt. Die Treppe wollte ich noch kurz bauen. Plankenstufen. Ja, machen wir Plankenstufen. Komm. Wir machen alles aus Planken hier. Achso, da haben wir nur eine. Dann machen wir erstmal die anderen Stufen. Aufnehmen. Futtern. Trinken. Trinken. Fertig. Gut. 1, 2, 3, 4. 1. Bauen. Stufen. Holzstufen. Cool. Dann haben wir hier unser
Holzfundament. Die Wände konnten wir aus dem Containerwand bauen, ne? Ja. Aber, sind wir ehrlich, warum wollen wir hier eine Containerwand haben? Cool wäre es, wenn man die Containerwand da unten hinsetzen könnte. Dann würde das mächtig aussehen, mächtiges Fundament. Ah, das kann man nur da nutzen, die Containerwand. Ja, alles andere hat irgendwie einen. Ja, gut, die Containertür können wir noch nutzen, aber ansonsten ist da nicht viel. Gut. Transportmittel bauen. Ja, ansonsten hier im Handwerk. Wir bauen noch schnell den Webstuhl und dann war's das. Der Webstuhl waren 4. Stellen wir einmal hier hin, gucken, dass der gerade steht. Zack. Was können wir jetzt hier machen? Was können wir an dem Webstuhl bauen? Gucken wir mal. Da ist jetzt nichts direkt. Es könnte sein, dass das gerade einfach nur so ein Deko-Element war. Ah, nee, ein Wasserbeutel. Nee, ist ein Gerbgestell, was wir da brauchen. Ja gut, jetzt haben wir halt einen Webstuhl da stehen. Ja, haben wir. 0 Uhr. Also, wir haben festgestellt, wir können die Dinger jetzt zerlegen. Die Containerschiff, Container, Holzkisten, die Holzcontainer, so rum. Was sehr cool ist, weil wir dadurch die Planken bekommen. Ansonsten, was haben wir heute sonst noch erledigt? Boah, die Wracks haben wir abgeklappert. Nochmal Reifen, nochmal Schiffe gefunden. Schiffe, könnte. Fässer. Na, ich bin gerade nicht drauf gekommen. Gefunden. Ansonsten haben wir festgestellt, wir haben ziemlich viele Seile. Meine Hoffnung war ja, dass man im Webstuhl irgendwie Klamotten machen kann oder sowas. Gehen wir mal daneben. Vielleicht kommt dann irgendwas, wenn wir auf C drücken. Nee. Wenn wir mal 8 Schnüre einpacken, passiert dann was? Nee. Blöd. Okay. Naja, was wollen wir machen, ne? It is what it is. Quasi. Den Stapel setzen wir jetzt hier unten drunter. Dann sind wir hier oben. Jetzt die Frage. Ich würde eigentlich gern darüber segeln morgen. Oder man macht was ganz anderes, aber das, ja, wird sich zeigen. Ah, wisst ihr was? Lasst euch überraschen. Ich weiß es selbst noch nicht, was wir machen. 1. Oktober, 1:38 Uhr. Speichern. Ups. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann.